Es ist ein wahnsinniger Verlust. Das klingt so platt, aber ist er immer noch. Immer noch. Aber schon einfach, dass ich mit ihm arbeiten durfte, das hat mir so viel gebracht. Und immer noch, einfach wenn ich an ihn denke, einfach an Kraft. Wenn der in einen Raum kam, der Raum war absolut voll gefüllt. An Kraft, an Vitalität und auch an Lebensfreude. Weil der war ja nicht depressiv, sondern der hat gerne gelebt, glaube ich. Gerne gelebt und gearbeitet und geliebt. Der war einfach gerne auf dieser Erde. Und ich glaube, der hat dieses Lebensgefühl ausgeschöpft bis zur Selbstzerstörung sicherlich auch. Sonst wäre es ja nicht so rasch gekommen, nicht? Aber wie gesagt, er hat so viel gegeben. Ganz einfach durch so seine Anwesenheit. Er hat wahnsinnig viel gegeben. In meinen ersten Rollen bin ich eigentlich total konträr besetzt. Und auch die Irm Hermann ist absolut nicht die böse Frau, die sie immer gespielt hat. Aber er hat halt irgendwie etwas, er hat eine Stilisierung eben betrieben, eine Verfremdung, eine Stilisierung und hat dann, er hat uns zu Figuren auf seinem Schachbrett dann eben stilisiert und eingesetzt mit der einmal erzielten Wirkung. Wobei er auch natürlich da, ich meine, bei mir hat er schon ziemlich viele Spielarten eigentlich doch zugelassen. Und ich glaube, es wären auch noch mehr gewesen. Etwas hat er sicher erkannt, aber ich glaube nicht, dass er ein absolutes Spiegelbild der Wirklichkeit erstellt hat. Sondern er hat sein Universum herausgeholt aus sich. Gut, ich galt immer zu Fassbinders Zeiten als hysterisch, was aber gar kein Wunder war, weil er hat mich auch gereizt, öffentlich bis aufs Blut, wo ich dann statt mich zurückzuziehen, was ich heute würde ich mir das gar nicht gefallen lassen. Aber damals war ich halt so involviert und so gebunden an den Rainer, dass ich gar keine andere Möglichkeit hatte, als irgendwie laut loszuschreien und zu weinen oder irgendwie mich emotional zu äußern. Mit Hanna hat er das nicht gemacht, weil die Hanna war immer so seine, also die hat er mehr mit Abstand betrachtet, privat. Da war einfach ein Abstand da. Die hat er wirklich nur so für den Film eben benutzt, sage ich jetzt mal. Da war das nicht nötig. Und es gab ja noch auch andere Frauen. Mit Carven gab es auch viele Auftritte und Verzweiflungen. Ja, also ich war schon, also ich fühlte mich nicht so gut. Ich fühlte mich nicht gut als Frau. Weil die Leute haben geglaubt, er hat manipuliert und bewusst die Frauenfiguren, die ich gespielt habe, so negativ gezeigt. Dabei war ich das. Ich habe sie negativ gezeigt. Weil die dachten immer, es ist ein feindliches Frauenbild, das er entwickelt. Weil ich keiner Frau traue, mir selbst auch nicht, also keinem Menschen nahezu. Und immer denke, man muss es durchleuchten, hinterfragen und richtigstellen. Oft sind ganz andere Motive hinter dem, was man so nach außen sieht. Und deswegen habe ich Figuren immer zwiespältig gespielt. Und schon damals, als ich das hörte, man wirft ihm also so ein misogynes Frauenbild vor, habe ich immer schon heimlich gedacht, dass es meine Schuld ist. Später hat er das irgendwie, braucht er das wohl für seine Kreativität, mit mir im Clinch zu liegen. Und ich habe immer darunter sehr gelitten, dass er nicht freundlich sein konnte. Er konnte nicht, zeitweise schon, es gab schon Szenen, wo er wusste, die sind sehr prekär. Da war er dann schon, ist er total auf mich eingegangen und hat mit mir unter vier Augen geredet, was er haben möchte oder wie er sich das vorstellt.
Und dann war er auch so einfühlsam wie kaum eben jemand anderer. Und das war ja auch die Faszination von ihm, dass er so auf den Menschen so eingehen konnte und so individuell und persönlich und so erotisch, dass halt jeder auf Knien lag vor ihm. Und auch genau wusste, jeder wusste genau, was er zu machen hatte, was der Rainer haben wollte. Aber ich meine, sie wurde, was jedem von uns passiert ist, das sage ich dann noch, aber auf diesen einen speziellen Typ dann von ihm bald festgelegt und sehr, sagen wir mal, nur sehr viel so benutzt. Wobei ich aber glaube, dass man wissen muss, dass eine ganz spezifische Ausstrahlung von einem selber ausgeht, unabhängig davon, ob man selber meint, ich bin doch so lieb und ich habe so viele andere Farben. Dieses, wovon ich zu Anfang auch gesprochen habe, dieses psychische Bild, das ist das, was die Menschen von einem mitkriegen. Das ist das, was sie, woran sie sich erinnern. Das ist das, was unsere Ausstrahlung eigentlich ausmacht. Deswegen finde ich es unprofessionell, sich dazu nicht zu bekennen. Nicht zu wissen, dass es das ist, was die Leute bei einem umsetzen, wenn sie einen sehen. Ich selber habe mich damals selber stilisiert, so, weil mir die Frauen aus den Stummfilmen immer so gut gefallen haben. Also einerseits das, dieses etwas, so eine Art lebendige Puppe. Da habe ich bei ihm, ohne es zu wissen, sogar in Schwarze getroffen, weil er hat ja Puppen gesammelt. Wusste ich lange nicht. Und dann eben auch so etwas Schlafwandlerisches auch, weil ich am Anfang das auch mit der Darstellung, ich weiß auch nicht, ich habe das nicht so ernst nehmen wollen, wie ich es vielleicht zutiefst sogar ernst genommen habe, um überhaupt erst gar nicht in diesen Mechanismus reinzugeraten, dass man immer ankommen muss als Schauspieler. Wenn man nicht ankommt, dann ist man weg vom Fenster. Und ich habe dann eben mich mehr so irgendwie mir vorgestellt, ich stehe da am Fenster und weiß eigentlich gar nicht so recht, warum. So habe mir das so irgendwie so und träume mit offenen Augen, so etwas. Ja, das Bestreben war schon sehr früh da, künstlerisch, menschlich wollte ich mich lange nicht von ihm trennen, aber künstlerisch schon. Und das fing schon sehr früh an, dass ich mich dagegen verwehrt habe, diese Rollen zu spielen. Aber es gab eben nur die Alternative, mich zu trennen oder das eben zu spielen. Und die Kraft hatte ich nicht und den Mut. Und meine Sehnsucht nach ihm war ja auch sehr groß. Ich habe mich dann endgültig, wirklich endgültig nach Mutter küsst das Fahrt zum Himmel künstlerisch getrennt. Also da wusste ich, das war das Klischee der Klischees und nochmal der Klischees. Das wollte ich nicht mehr spielen. Je weiter er damit ging, je öfter er das gemacht hat, umso unbequemer wird es einem selbst. Und wenn man dann in die Situation kommt, wo er dann gezielt nur noch diese Töne hören will und das dazwischen nicht und auch den Weg dahin nicht mehr, sondern einen nur noch einsetzt, also als dieses und jenes Ausrufezeichen, dann muss man sich selbst imitieren. Und das ist qualvoll. Das geht nicht. Obwohl das auch, was ich jetzt sage, unprofessionell ist. Man müsste es eigentlich beherrschen. Aber es ist so unbefriedigend, dass man dann, und wir alle, die wir also bei Rainer dann sehr viel gespielt haben, wir alle haben das als so unbefriedigend empfunden, dass wir dachten, zu neuen Ufern weg, aufbrechen, irgendwo wieder von vorn anfangen. Das wollte ich zumindest.
Ja, bei Effi Briest war das ein Wunschprojekt von uns beiden. Also er hatte die Idee, ich hatte dann das Buch gelesen, fand es ganz toll. Und wie wir es dann gedreht haben, ist der Film ganz anders geworden, als ich es mir gewünscht hatte. Denn da war schon mitten im Film eine Distanz zwischen uns ausgebrochen, die damit zusammenhing, dass ich mich in so einer Erstarrung gefühlt habe mit der ganzen Filmerei und ausbrechen wollte aus diesem Marionettendasein. Ich mochte mich nicht mehr auf der Leinwand so sehen. Also irgendwie diesen Spaß dran, den ich am Anfang hatte, mich zu sehen. Und auch dieses Traumhafte, das war dann plötzlich eben mehr albtraumhaft. Und da habe ich ihm gesagt, ich will eine Pause machen. Und das war zum Beispiel eine jener Dinge, die er nicht verstanden hat. Und dann war schon alles, auch in dem Film war eine Pause von einem Jahr. Und ich war dann in dem Film, hat sich eigentlich beim Drehen dasselbe vollzogen wie in dem Wesen der Effi Briest. Er hat mich immer, er hat nicht die Dramatik gefilmt, dieser Figur, sondern eigentlich alles das, was in Ordnung war. Und nur aus ganz feinen Anzeichen konnte man ablesen, dass da was nicht gestimmt hat. Also etwas, ich habe mich irgendwie gefühlt, wie wenn ich unter Verschluss bin. Ich darf mich nicht ausdrücken. Aber das finde ich jetzt nachträglich eigentlich auch die Qualität von dem Film. Ich finde den Film einen besonders schönen Film, konnte aber in der Zeit das nicht so genießen. Bei mir, Disharmonien, gab es aus privaten Gründen dann eher. Also ich habe mich dann in der letzten Phase doch innerlich immer mehr und mehr entfernt, weil ich auch eigentlich mit dem ganzen Kreis wenig zu tun hatte. Und mich mehr und mehr davor gedrückt habe, mich zu häufig in dem Kreis aufzuhalten. Und das war ihm gar nicht recht. Dann wurde man zitiert, gezwungen. Und ich wurde immer scheuer. Zu Anfang war ich ganz offen und dann habe ich mich immer mehr zurückgezogen. Und dann gab es beim chinesischen Roulette so einen Moment, wo er von mir einen Beweis meiner Unterwürfigkeit oder meiner Hörigkeit oder meiner Liebe oder was wollte, indem er mich nötigen wollte, dort zu bleiben, an dem Drehort, obwohl er wegfuhr. Ich habe nämlich gesagt, wenn du wegfährst, was soll ich hier? Ich habe zu keinem Menschen Kontakt, ich will auch nicht, ich lege keinen Wert darauf, dann fahre ich auch weg. Und da hat er, das klingt so wie eine seiner bösen Geschichten, dann hat er gesagt, wenn du wegfährst, bist du aus dem Film. Und ich habe dann auch noch ihm gehorcht und bin geblieben. Aber es ist so missverständlich. Ich habe gedacht, das ist, also ich habe mir da im Hirn was zurechtgedacht, dass ich habe es für einen persönlichen Beweis seiner Zuneigung gehalten, dass er mich hineinzwingen will. Und ich habe augenzwinkernd gedacht, gut, Rainer, wenn du willst, dann bleibe ich. Und dann bin ich geblieben und alle haben gesagt, so dämlich, wie kann man nur? Lässt man sich von dem Typ erpressen. Und so habe ich das nicht gesehen. Nur die Dreharbeiten blieben dann schwierig, schwierig. Es war immer so, ich wollte gehen, er wollte sich von mir trennen. Also es ging die ersten Jahre ja immer so. Und heftigst, dann wurden die Abstände ja größer, aber es war für mich immer mit Schmerzen verbunden, immer. Also ich habe sehr darunter gelitten unter der Trennung und ich habe auch sehr darunter gelitten, dass er nicht die Größe gehabt hat, mich, obwohl ich mich für einen anderen Mann entschieden hatte, obwohl ich zwei Kinder hatte, zwei Söhne, dass er es nicht geschafft hat, mich weiterhin in seinen Filmen zu besetzen. Das habe ich sehr bedauert, denn da fehlte ihm wirklich die Größe. Das hat er mir einfach übel genommen. Also da war er verletzt als Mann und Mensch, dass ich mich von ihm getrennt habe, wirklich getrennt habe. Das hat er wiederum mir übel genommen und das hat er mir heimgezahlt, indem er mich nicht mehr besetzt hat.
Das ist schon richtig, dass er die Frauen besser, also sehr schön ins Bild gebracht hat. Wirklich, also er war ja, er konnte sich mit Frauen viel mehr identifizieren. Vielleicht war er auch wirklich ein großer Teil seines Selbstes, war ja vielleicht fraulich. Und deswegen konnte er auch besser nachempfinden, wie eine Frau empfindet. Und er hat ja auch diese Hollywood-Frauen, also wie Barbara Steinbeck und diese starken Frauen oder Bette Davis, das waren ja auch so fast auch Negativfiguren im Hollywood, die haben ihn eigentlich am meisten interessiert. Also das fand er ganz stark und toll, wenn also Frauen fast wie Männer waren. Und woher das hatte, das weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es doch mit seiner Mutter zusammenhängt, denn sein Vater hat sich ja sehr frühzeitig von ihm zurückgezogen. Also er hatte nicht so ein starkes Vaterbild. Ja, weil er doch aufgewachsen ist in dieser Praxis, die an der Theresienwiese war und wo das Nuttenviertel war. Und da wurden sehr viele, da kamen sehr viele Nutten in die Praxis seines Vaters. Und dadurch kannte er das Milieu. Und hat ihm wahrscheinlich auch imponiert, die Zuhälter. Er hat ja immer gemeint, das wären diejenigen gewesen, die ihn immer am besten behandelt haben. Er hat das romantisiert, glaube ich, auch das Milieu. Und dann ebenso wie die Käuflichkeit der Liebe. Wenn jemand Angst vor Liebe hat, dann ist wahrscheinlich die Käuflichkeit der Liebe auch ein beruhigendes Gefühl für ihn. Und ja, auch dass die Frauen, das hat zu seinem Frauenbild gehört, obwohl zum Beispiel ich überhaupt nicht diese Art von Wunschdenken hatte und er das sicher auch gespürt hat. Aber ich habe in den ersten Rollen, die ich bei ihm gespielt habe, immer eigentlich den genauen Gegentyp zu dem verkörpert, was ich eigentlich war. Das heißt, ich habe also so Vorstadtmädchen, die sich kaum ausdrücken konnten. Ich selber war eine überintellektualisierte Studentin auf dem Weg der Umkehr aus dieser Hirnlastigkeit, aber immerhin doch sehr geprägt. Dann immer Frauen, die Männer um jeden Preis halten wollen und die dafür bereit sind, bis zum Töten zu gehen. Während ich also wirklich immer irgendwie schon von klein auf wusste, dass ich nicht heiraten will. Und dass ich also lieber irgendwie so alleine durchs Leben gehe und nicht keine Beziehung will, wo man sich sozusagen ganz hat. Und trotzdem hat er mich das also spielen lassen. Das heißt also, von irgendwo muss er es hergehabt haben. Es war schon so, dass seine Mutter ihn aus Krankheitsgründen ja früh verlassen musste, weil sie ja lungenkrank war, als er noch ganz klein war, 1 oder 2 Jahre. Und das ist schon mal der erste Schnitt. Das kann er gar nicht, das ist ja schuldlos, da ist die Mutter schuldlos. Dafür kann sie ja nichts, wenn sie krank ist und in ein Sanatorium muss. Aber er fühlte sich da schon mal verlassen. Das ist schon für ein 2-jähriges Kind, ist das schon also wirklich wieder tot. Die nächste Trennung kam dann, als sie die größere, tiefe Trennung, die er als sehr schmerzhaft empfunden hat, war, als sie mit diesem Wolf Eder zusammen war, weil der ihn ja ablehnte. Und da fühlte er sich wirklich verlassen. Und er ging dann auch in ein Lehrlingsheim, um die Ecke quasi. Und darunter hat er sehr, sehr gelitten. Und das war's. Da war sehr, sehr bitter in der Jugend. Ich lernte ihn ja schon sehr früh kennen, da war er ja 19 oder so. Und da war er noch ganz frisch. Also er war da noch total beschäftigt mit seiner Mutter. Und da hat er darunter sehr gelitten unter dieser Trennung. Und dass sie ihn nicht, also dass das eigentlich, ich glaube auch, dass er wirklich sehr darunter gelitten hat, dass er nicht ein normales Familienleben hatte, also mit Vater und Mutter.
und diese Geborgenheit. Und dieses Manko, ja, das war sein Lebenswerk. Das hat er aufgearbeitet in allen Filmen. Dieser Liebesentzug. In dieser Ausstellung, die in Berlin war, gab es einen Brief, den er ans Christkind geschrieben hat. Und da stand, was er sich alles wünscht. Und da stand an erster Stelle, dass die Mutti gesund wird. Also seine Mutter hatte doch diese Krankheit, Tuberkulose oder was es war, wo sie dann eben sehr viel im Sanatorium war. Und er war umringt von Frauen in seiner ganzen Kindheit. Vielleicht auch das ein Grund, weshalb er sehr viel mit Frauen erzählt hat. Aber ebenso diese bedingungslose Liebe, wie man sie wie sie ein Kind von der Mutter braucht, und auch diese ständige Anwesenheit der Mutter und diese totale Wärme, die dann die so in den ersten Jahren, das ist, was am meisten gut tut. Das war wahrscheinlich nicht so da. Also das muss eine sehr tiefe Beziehung gewesen sein, die ich mir auch gut vorstellen kann, weil wenn man über Gefühle verfügt, und er tat das, dann ist man vor allen Dingen an seine Mutter gebunden. Ob man sie intellektuell ablehnt, ist eine andere Frage. Und da, das hat, glaube ich, sehr stark bei ihm mitgespielt, dass er sie oft nicht ertragen konnte. Aber auch gerade, weil er Widersprüche so liebte und das, was sich so in Konfrontationen von Gefühlen abspielt, glaube ich, deswegen auch gerade hat er sie vielleicht viel benutzt. Um auch die Lebendigkeit des Kontrastes vielleicht immer wieder zu spüren. Außerdem war sicher seine Beziehung ausweglos, die Verbindung, ganz klar. Wahrscheinlich im tiefsten positiv, weil seine Mutter. Aber er hat sie oft schlecht behandelt. Und auch vor anderen nicht geschont. Es war keine so Betütel-Atmosphäre. Man hatte manchmal schon das Gefühl, dass sie nicht so unglücklich drüber war, dass der Rainer männliche Liebhaber hatte. Was vielleicht auch ein Zeichen der Stärke ist, will ich jetzt nicht nur kritisieren, aber ich weiß es nicht, ob sie sich so die wäre nun, ob er nun wirklich so kein Glück hatte mit Frauen. Die Frauen, die ihrem Hermann hat, also das Letzte immer für ihn gegeben, wirklich. Also ich meine, es ging zwar sehr in die Hörigkeitsecke, aber die Frau hat ihn geliebt. Mehr kann man eigentlich nicht lieben, glaube ich. Und die Karen auf ihre Art war für ihn auch eine ganz wichtige Frau. Sonst hätte er auch über die Scheidung hinaus nicht die Beziehung zu ihr gehalten. Und wenn ich an den Rainer denke, überwiegt auch das Gefühl der Liebe, obwohl ich ihn nicht jetzt so verherrlichen möchte und ihn schon von allen Seiten her kennengelernt habe. Wir sind doch alle Frauen und Männer. Ich meine, es kommt nur auf die Mischung in uns an und wie weit man das überhaupt zulässt. Und er war doch einer, der sehr, sehr viele gegensätzliche Sachen in sich hatte. Also einerseits war er so ein totaler Außenseiter und Schocker und eben auch so schwul und diese ganzen Dinge, die ihn eigentlich so unterscheiden von dem Großteil der Menschheit. Und andererseits hatte er genauso die Sehnsüchte, die jeder Mensch hat. Also auch das ging bis zum Verheiraten
und sich sicher fühlen bei einem und Treue wollen. Und dadurch, dass eben er von seiner Natur her so viel Gegensätzliches in sich hatte und das eben auch kreativ genützt hat, nicht verleugnet hat, sondern so wie er die Leute auch zum Teil gegeneinander ausgespielt hat, so hat er auch seine eigenen Naturen immer ins Spiel gebracht. Wobei Rainer so komplett homosexuell ja auch nicht war. Er hatte eine große Attraktion auf Frauen, also auf mich auch, wie auf viele andere. War sicher auch, weil er in der Lage war, Macht auszustrahlen. Macht meine ich Autorität. Und andererseits ein unglaublich sensibler Mitfühler war. Einer, der eben ja fast weiblich sich ohne Anstrengung, ohne Brimborium, ohne Ecken und Kanten in einen Menschen hineinversenkte. Und eben speziell auch in die weibliche Psychologie. Man musste darüber gar nicht sprechen. Er wusste es. Es ist, ich weiß nicht, wahrscheinlich sind andere Männer nicht so. Ich glaube fast, er ist einer der Menschen, die ich am besten kenne. Oder dachte, glaubte zu kennen. Aber in viele andere Männer, das stimmt, kriegt man ganz wenig Einblick. Aber bei ihm war eine ganz unmittelbare Nähe. Er hat ja das, was er von anderen forderte, nämlich sich rücksichtslos zu öffnen. Da gab es keine Möglichkeit, sich zu verstecken hinter irgendwelchen Stilisierungen oder wie auch immer. Dann hat er nur gelacht. Und so hat er sich aber auch entblößt. Und insofern hat jeder mindestens so viel von ihm gekriegt, wie er gegeben hat. Also ich würde behaupten, viel mehr. Und das, es ist durch überhaupt nichts anderes vergleichbar, überhaupt nicht wieder, nicht zurückzugeben, wie viel jeder Einzelne bekommen hat. Also er war ganz sicher bisexuell, das ist eine Tatsache. Und wir waren ja auch lange zusammen. Aber ich habe das, also das ist für mich nach wie vor ein Phänomen, warum ein Mensch homosexuell ist. Also das sind wirklich die Wunder der Natur. Also da staune ich nach wie vor naiv, weil ich das schwer begreifen kann. Und ich habe auch wirklich, solange ich mit ihm zusammen war, sehr darunter gelitten, dass er auch homosexuell ist. Das konnte ich eigentlich nicht verstehen. Aber ich musste es ja verstehen, denn das war ja wirklich Realität. Und das ist damals, denke ich, als er eben mit 14 oder noch jünger vielleicht auf die Idee kam, das zu sein, hatte das ganz sicher damit zu tun, dadurch, dass er sehr viel alleingelassen war. Er hatte ja nicht eben dieses Elternhaus, wo er mittags zum Essen, abends ein gemeinsames Gespräch hatte, wie das ja normalerweise üblich ist in dem Alter. Ich habe ja zwei Söhne in dem Alter, also ich weiß ja, was die an Gespräch und Aufmerksamkeit brauchen. Das hatte er nicht. Also hielt er sich in diesen Kneipen auf, wo diese ganzen Vaterfiguren waren. Er hatte ja die Männer, die er hatte, die waren ja seine Vaterfiguren. Die alle väterlich zu ihm waren, das waren alles ältere Männer und die sich um ihn gekümmert haben. Und das brauchte er, hat sich also quasi seine Ersatzväter gesucht. Er hat immer ganz extrem den Typ des animalischen Mannes gesucht, der auch körperlich sehr stark da war. Ich selber habe heute noch erfahren, durch Zufall, dass jemanden, der bei ihm mit in der Klasse war, dass er, wie er auf der Schule war, sehr oft eins draufgekriegt hat. Also richtig körperlich. Und sehr oft Sündenbock war. Weil er eben immer schon so einer war, der aufgefallen ist. So ein Abnormer. Eine kleine, picklige Katze am Sinn. So hat der sich ausgedrückt und die hat immer alles draufgekriegt. Und ich weiß, dass auch zum Beispiel in Berlin Alexanderplatz mit dem Günter Lamprecht zum Teil, also hat der Günter Lamprecht, habe ich mal
gelesen, dass er das geäußert hat, dass der Rainer direkt körperlich vor ihm Angst hatte. Und das, wovon man Angst hat, das zieht wahrscheinlich dann auch an. Bei Frauen, glaube ich, wenn er sich mit Frauen eingelassen hat, war es was anders. Er wollte immer mit Unterprivilegierten zusammen sein, ja. Das ist ein Phänomen, über das ich selber also immer wieder nachgedacht habe und also schier verzweifelt bin. Ja. Das war für alle eine Prüfung. Also nicht nur von der Öffentlichkeit her, wenn er mit denen öffnet, sondern weil ich kann mir, vielleicht ist es so eine Erklärung, dass er wollte sich in seinem Leben ganz auf das Filmemachen konzentrieren. Und ich weiß einfach, als er größere Filme gemacht hat, mehr Geld hatte, mit bekannteren Schauspielern arbeiten konnte, dass er ein Horrordorfer hatte, die privat zu treffen. Also mit den Leuten auch noch kommunizieren zu müssen. Das hätte ihn so angestrengt, also Konversationen zu machen, das hat er wirklich gehasst. Und das hat ihn einfach angestrengt. Und das hätte ihm auch die Kraft genommen, um wirklich kreativ zu sein. Nämlich für seine Filme, für seine Projekte, fürs Theater. Und diese Menschen haben ihn irgendwie nicht angestrengt. Das war für ihn auch in gewisser Weise wie ein Inventar. Ja? Also, ja, bös gesagt, Hund kann man nicht sagen, weil es waren Menschen. Ja? Aber die waren einfach da für ihn und hatten keine Ansprüche zu stellen. Die waren einfach da. Und er hatte so das Gefühl, es ist immer ein Mensch um ihn, ja, der sich kümmert um ihn. Der Armin Meyer hat ja gut gekocht und hat ihn bemuttert und hat alles für ihn getan. War natürlich in gewisser Weise auch anstrengend, weil der hat auch seine Forderungen gestellt. Nicht als Schauspieler, sondern als Mensch. Der wollte halt auch mit dem Rainer sein und hat halt auch gemosert, wenn der Rainer zu viel andere Interessen hatte. Seine Funktion als Schwulen kenne ich nicht. Ich konnte mir das nie vorstellen. Ich weiß es nicht. Er war für mich ein sehr männlicher Typ. Er hatte überhaupt nichts Schwules an sich. Wie gesagt, er hatte großen Reiz auf jeden Menschen. Ich weiß nicht, vielleicht, wahrscheinlich hat er die körperliche Kraft verehrt. Ich weiß nicht, ob er deswegen sich als Frau fühlte. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber so das Gefühl, unterlegen zu sein, ist vielleicht ein schönes. Vielleicht hat er sich das oft gewünscht. Er war immer überlegen. Er hatte auch den Männern in seinem Team, sei es nur Kurt Raab oder den Beleuchtern oder wie auch immer, den hat er auch Frauennamen gegeben. Ja, zum Teil der Urbeleuchter von 8 Stunden sind kein Tag, hieß ja Christa. Und also die waren nun nicht schwul, ja, das muss man, aber trotzdem, die wurden alle benannt. Und wir haben das auch mit ausgesucht. Wir hatten also unsere helle Freude daran, wenn die Männer dann auch alle Frauennamen hatten. Er hat da keinen Unterschied gemacht im menschlichen Verhalten zwischen Mann und Frau. Und natürlich hat er Spiele gespielt und wie ein Kind im Sandkasten seine Freude gehabt. Wie wenn ein Kind dem anderen Sand über den Kopf schmeißt und sich freut, so war es bei ihm genauso. Also er hat seine Sandkastenspiele, die er vielleicht nie gespielt hat, fortgesetzt. Er hat natürlich einen gegen den anderen ausgespielt. Er hat natürlich intrigiert und ja, weil er daran Spaß hatte, weil er dann auch sehen wollte, was dabei rauskommt. Es war vielleicht, weil er zu Frauen eine vielleicht noch lockerere Beziehung entwickeln konnte als zu Männern. Vielleicht, weil er vorwiegend diese erotische Beziehung nicht zu ihnen hatte, also weil sozusagen keine Hindernisse dazwischen standen. Man konnte das ungeschminkt und auch so hässlich, wie es ist, zeigen. Und dann hatte er durchaus eine Neigung zu Frauen. Vielleicht war das diese eine weibliche Komponente in ihm. Er bewunderte Frauen und er vertiefte sich auch in sie. Und man konnte also hemmungslos sich in so eine Weiblichkeit hinein fantasieren. Und
das über Frauen spielen lassen. Vielleicht auch, weil er selber sehr viel Frau war. Und dadurch ihm die Frauen sehr nahe lagen. Also er war, einerseits war er Mann genug, um so dieses Polare und auch die Atmosphäre von Verführung und Flirt und so etwas ausspielen zu können beim Drehen, was ja sehr zum Knistern beiträgt, wenn sowas da ist. Und auf der anderen Seite war er sicher auch sehr viel Frau und konnte das dadurch sehr nachvollziehen. Natürlich wird man dann, wenn man also das, was man in einem bestimmten Sinn zu bieten hat, wenn man das so, wie es sich wünschte, gemacht hat, dann wurde man natürlich innerhalb dieses raffinierten Prozesses, der dann einsetzt, wenn ein Film dann geschnitten wird und zubereitet, dann wird man ein Fassbinder-Geschöpf in dem Ablauf dann. Weil dann steht man in diesem bestimmten Rhythmus, den er immer hatte, in dieser Auswahl der Bilder und so. Und dann wird man ein Anhängsel von ihm für die Außenwelt, dann ist man eines seiner Geschöpfe. Das war man bei ihm persönlich nicht. Da waren wir alle so selbstständig und fähig, wie eigentlich unter anderen selten, weil er jeden so sehen wollte, wie er war. Das heißt, also er hat zum Beispiel niemals Schauspieler in der Szene manipuliert, etwa anders zu sein, als sie sind, eine sich fremde Figur zu spielen. Er hat sie höchstens beeinflusst, so weit zu gehen wie möglich und sich so total zu entäußern. Und das ist ja auch ein Teil unseres Berufs, also etwas Gutes, was man eben ganz selten eigentlich auch kann. Und man war bei Rainer so aufgehoben. Ich habe nie erlebt, dass er jemanden, der wirklich tief getroffen war oder sich wirklich einer Situation oder einer Szene ausgeliefert hatte, dass der von ihm in irgendeiner Weise hochgenommen wurde oder dass er sich über irgendetwas lustig gemacht hätte. Nie. Er war von tiefem Ernst. Und das habe ich auch so in privaten Zusammenhängen. Wenn es mir wirklich an den Kragen ging, wenn ich ein wirkliches Problem hatte, dann gab es keinen ernsteren und teilnehmerenden Freund als ihn. Aber wenn es um Spielereien ging, wer zockt besser auf irgendeine Weise, dann hat er seine ganze Kraft angewandt, um einen fertig zu machen. Zu Recht. Für einen Regisseur ist es sowieso sehr wichtig, auch, dass er diese Art von Unerbittlichkeit auch hat oder diese Lust am Durchdringen. Auf der anderen Seite ist der Blick eines Regisseurs natürlich auch das, was die Dinge rausholt. Also wie es schon heißt, Beauty is in the eye of the beholder, also derjenige, wenn er das, was er sehen kann, das kommt dann auch zurück. Und diese Mischung hat er wirklich, dass man sich einerseits von ihm durchschaut gefühlt hat, aber andererseits irgendwo auch mit einer sehr tiefen Zärtlichkeit auch aufgehoben. Und das waren ja auch die zwei Dinge, die er in der Menschenzeichnung wirklich sehr stark gebracht hat. Fast das Entblößen, fast bis zum Karikieren. Und dann eben auch dieses zarte Wesen Mensch irgendwie sehr schön zeigen, schön machen in gewissen Augenblicken auch von der Ästhetik her. Er hat schon das gegeben, was er vermochte. Seine Form von Liebe war auch beispielsweise den Menschen, die um ihn waren oder die er sich ausgesucht hatte, die Rollen zu geben.
Egal, ob man nun eine böse gespielt hat oder eine gute oder eine hysterische oder eine ruhige oder eine Tochter oder eine Mutter. Es war schon so, dass man einfach, indem man mit ihm zusammen war, das war seine Form von Liebe, also indem er einen immer wieder besetzt hat, immer wieder, und sei es nur Minirollen, aber das war nicht eine Bewertung, also für die Menschen von außen war das vielleicht eine Bewertung, aha, die hat ja nur kleine Rollen gespielt, aber darum ging es ihm ja nicht, sondern es ging ihm darum, dass er mit diesen Menschen zusammen sein wollte. Und das war ja nur möglich, indem er mit ihnen arbeitete, weil er ja sein Leben bestand ja aus Arbeit und Filme machen. Sie werden sehr viele Menschen fragen können nach ihm und irgendwie wird jeder, außer der Tatsache, dass er jetzt sozusagen irgendwo schon ein was Geniales hatte, auch davon reden, dass der Umgang mit ihm etwas wach gemacht hat in ihm. Also dass da dass für ihn, dass er sich irgendwie doch auch beschenkt gefühlt hat, ihm begegnet zu sein. Viele natürlich zum Teil auch beraubt, weil er mit Unerbittlichkeit da die Masken auch runtergeholt hat oder die Leute entblößt hat. Aber eben auch sehr viele Momente, wo so eine ganz seltene Zärtlichkeit geflossen ist. Und ja, so ein wo zwei Existenzen sich wirklich berühren. Das hat die Jeanne Moreau ja auch sehr schön ausgedrückt in ihrem Brief an ihn oder Nachruf an ihn, wo sie gesagt hat, es war wie ein Tanz mit einem unbekannten Tänzer, in dem ein Unbekannter mit einem einen nimmt und führt und für ein paar Augenblicke entsteht etwas Einmaliges. Er war eben ganz intensiv und konzentriert. Diese große Konzentration, wo man sich immer ganz nah fühlte. Also man war nah bei sich. Man hatte immer das Gefühl, dass man sich, dass man da war. Man war da. Man hat nicht etwas vorgeführt, sondern man war da. Man war einfach in dem Moment bewusst. Und was ist Bewusstsein? Ist ja genau das, was alle Menschen, also was man ja in Wirklichkeit anstrebt, bewusst zu werden. Und Rainer war ein ganz bewusster Mensch. Der war sehr bewusst und er hat nichts getan, ohne bewusst zu sein. Und das hat die Leute so wach gemacht und hat sie so, das hat ihn so anziehend gemacht. Diese Bewusstheit, diese Konzentration. Und er war hochkonzentriert. Und über lange Strecken hinweg. Also der hatte keine Aussetzer und der hat nicht gegähnt am Set und der hat sich nicht gehen lassen. Der war ganz da und sehr aufmerksam, sehr beobachtend. Und das hat natürlich auch alle motiviert zur Arbeit. Alle. Da war keine Müdigkeitserscheinung, sondern da war man voll dabei. Und das wollte man auch. Und dadurch war es natürlich auch möglich, so schnell zu arbeiten, weil eben nicht so viele Umwege gegangen werden mussten. Es ist unzweifelhaft, der Rainer hatte ein großes Charisma. Das kann ihm überhaupt niemand absprechen. Und jeder Mensch, der einmal mit ihm zusammen gewesen war, diese Kraft von ihm erfahren hatte, der war sozusagen süchtig. Und manche nur aus Erfolgsdenken natürlich. Aber auch das erzeugt natürlich Sucht. Und dann wird man natürlich in einem gewissen Maße hörig, auch sicherlich, weil er dieses Spielchen von sich entfernen und wieder annähern natürlich gern betrieben hat. Und man dann immer diese Verlustangst hatte und dann schon hörig war den beschenkenden Momenten, wo er sich wieder gewidmet hat. Klar, also wenn man das in den Bereich der Liebe reinnehmen will, dass Liebe an sich auch natürlich Hörigkeit erzeugt, ist klar. Natürlich verstand Rainer Menschen so an sich zu binden, dass sie ohne ihn dann fast nicht mehr leben konnten. Das ist ja leider auch ein paar Mal passiert. Aber ich weiß nicht,
Wenn er so etwas gleichrangigere Partner gehabt hätte, wäre das vielleicht nicht so einfach gewesen. Aber sicher, das hat er in einer gewissen Weise betrieben. Wobei ich aber nicht glaube, dass er es ursprünglich wollte. Denn er liebte wirklich, aber es war dann für einen Außenstehenden eigentlich absehbar, dass die Phase kommen würde, wo der zurückbleibt, in ein Chaos fallen würde und seine Hörigkeit, seine Abhängigkeit ihn abstürzen lassen würde. Das war irgendwie, lag auf der Hand. Warum er das trotzdem gemacht hat? Ja, das sind Gefühle. Aber natürlich hatte er auch einen Hang zur Macht. Und auch den Wunsch oder die Neugierde, würde ich denken, auszuprobieren, wie das funktioniert mit der Macht. Ich würde denken, Fassbinder hat ein Leben lang an seinem Problem gearbeitet. Wobei ich also auf Arbeiten die Betonung legen würde. Natürlich hatte er ein Problem, das er immer wieder von verschiedenen Seiten beleuchtet hat. Das entsteht, meine ich, aus so einer tiefen Begabung viel zu wissen und für sich auch schon durchgemacht und erforscht zu haben und im Grunde so von so einem tiefen Schmerz dadurch beseelt war, dass er immer wieder dieses eine Thema, das sich dann in Mitleid und liebevollen Betrachtungen von einzelnen Unglücksumständen, in denen andere und er selbst sich befanden, hat sich also immer wieder auf diese Art geäußert. So habe ich ihn erfahren, auch in seinen Versuchen aus anderen Menschen, also ich meine jetzt aus seinen Mitarbeitern, seinen Korrespondenzpartnern, die Wahrheit rauszuholen, auch in privaten Umständen? Ich denke schon, dass er immer die Hoffnung hatte, dass die Liebe möglich wäre. Und sein Bestreben war ja auch, jeden Menschen zu testen, inwieweit er liebesfähig ist. Aber ich habe den Eindruck gehabt in meinem Leben, dass er dann mehr und mehr irgendwie die Hoffnung aufgegeben hat, dass die Menschen wirklich lieben können. Also er war im Laufe seines Lebens, wurde er immer enttäuschter. Wobei ich ziemlich sicher bin von meiner Erfahrung her, dass die Menschen ihn gar nicht wirklich enttäuscht haben, weil die meisten haben ihn ja auch geliebt. Aber er hat sie doch immer wieder in Situationen gebracht, er hat sie immer wieder so geprüft, dass er enttäuscht werden musste, weil das, was er gefordert hat, das kann eigentlich kaum ein Mensch bringen. Also solche Situationen hält
diese Form von Liebe, die er gefordert hat, nicht stand. Und das war für ihn aber dann wiederum das Argument, dass er eben doch nicht geliebt würde. Er ist davon ausgegangen, dass er derjenige, der stärker liebt, derjenige ist, der eben dann auch der Schutzlose ist und dass das ausgenützt wird. Ich glaube, auch wenn man solche, Meinungen hat, dann antwortet das Leben auch in der Weise. Ich denke zum Beispiel viel eher, dass derjenige, der mehr liebt, es ist ja in jeder Liebe so, dass der eine zumindest zeitweilig mehr liebt als der andere. Der eine lässt sich mehr und der andere, der liebt stärker. Wenn es kein Dauerzustand ist, ist das irgendwie ein ganz natürlicher Ablauf. Aber ich finde, dass der stärker liebt, ich zum Beispiel finde, dass der stärker liebt, eigentlich immer derjenige ist, der besser dran ist. Weil eben er diesen Impuls stärker in sich hat und dadurch davon getragen ist und sich dadurch in seiner Haut wohler fühlt. Also ich sehe das überhaupt nicht so als so eine Gefahr. Er selber, er hat auch mehr Freude, also er hat auch Liebe zum Teil mit Hörigkeit gleichgesetzt. Und auch Treue, ebenso fast eine Art Nibelungentreue, obwohl er sonst, weiß Gott, nichts Deutsches an sich hatte. Also wenn da mal, wenn man mal mit jemand anderem arbeiten wollte und so, dann war das schon ein Abtrünnigsein. Ja, ich meine, wenn man so will, kann man seine Filme alle auch als Selbstmitleid definieren, weil er es immer so tragisch enden lässt, so mit so viel Tränen. Aber ich glaube, dass er das mehr allgemein menschlich gemeint hat. Er war manchmal ein bisschen wehleidig, weil er immer Angst vor dem Tod hatte. Aber wie ich ihn kennengelernt habe, hat er eher sich verwehrt. Nein, also, das ist schwer zu sagen. Aber schön war auch immer, wir haben zusammen Theater gespielt, Fräulein Julie in Frankfurt. Und er spielte den Jean. Und immer wenn ich in der Maske saß, so eine halbe Stunde vor der Vorstellung, kam er an, in Privatkleider noch nicht, angezogen, nichts. Und jammerte immer, sag, dass du krank bist. Sag, dass du krank bist, ich kann nicht auftreten. Also immer, er wünschte immer, dass irgendwer anderer die Verantwortung übernimmt. Und er traute sich nicht auf die Bühne. Und war auf der Bühne so sensibel, dass ich mir vorkam wie ein Schleswig-Holsteiner. Wie ein Ackergaul. So ein Lüftchen, so was von sensibel. Gefühlvollst. Wahrscheinlich war er eine Frau. Ich zum Beispiel finde, dass in dem Moment, wo man an den Tod denkt, das Leben irgendwie erst richtig lebendig wird oder so kostbarer wird. Und er das auch einmal ausgedrückt hat in einer Betrachtung, die hieß Ende endlos, wo er darüber schreibt, dass er eines Tages mit der Sterblichkeit seines Körpers konfrontiert wurde. Er hat nicht gesagt, wann. Und seitdem ist für ihn das Leben in anderer Weise aufgegangen. Also diese Tiefe in seinem Blick, von der ich vorhin auch gesprochen habe, die kommt wohl auch daher. Aber leider wäre es jetzt zu spät, in der Liebe nochmal umzukehren. Auch das, also diese Einsicht, die man hat, wenn man mit dem Tod konfrontiert ist, dass eigentlich alles, wo wir normalerweise hinterherrennen, es gar nicht wert ist. Und das Einzige, was eigentlich wirklich bleibt, in sich bleibt, das ist alles das, was durch Liebe motiviert ist. Das ist alles, was man aus Liebe tut, das bleibt bestehen. Und die ganzen anderen Sachen, die werden irgendwie so belanglos und blöd.
Und da diese Sache ist wahrscheinlich bei ihm auch hochgekommen, ich weiß nicht in welchem Moment, aber dass er eben nicht mehr die Zeit hatte, nochmal alles von der ganz anderen Seite herzunehmen, das hat ihn vielleicht auch mit Verzweiflung gefüllt. Ich weiß es nicht, aber die Verzweiflung war bei ihm stark. Deshalb hat er auch so ein feines Ohr für diese Abgründe von Angst und Verzweiflung in den anderen. Es war Silvesterfeier 1981, 82. Und in der Deutschen Eiche war ein großes Fest. Und ich weiß, ich stehe da am Türrahmen so. Es war schon so etwas später, steht er so. Und er sitzt etwas weiter entfernt. Und unsere beide Augen trafen sich. Und dann stand er auf, kam zu mir und machte nur so. Schaute mich an und ging weiter. Und das war toll. Es war toll, das war eine wirkliche Zuneigung.